den Keks aus der Dose geklaut. Oh, hallo, ihr Hübschen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Locals. Und heute haben wir 3-1 gespielt mit Magical Masked Dogma, was ich mir in ungefähr 10 Minuten zusammengeworfen habe. Die Sache ist, ich kam so gegen, 10 vor 5 zu Hause an, wie das eben so ist, wenn ich 8 Stunden habe und an einem Freitag. Dankeschön. Also nächstes Mal, wenn ich freitags selbst ein Turnier hoste, ja, und das nicht Lars machen muss, weil ich keine Zeit dafür habe und keine Lust. Dann, dann werde ich das wahrscheinlich eine halbe Stunde nach hinten verlegen. Wie dem auch sei, wir haben 3-1 gespielt, ich werde auf die Matchups eingehen. Die Liste war erstaunlich okay dafür, wie schnell ich sie zusammengeworfen habe. Ein paar kleine Minor Adjustments würde ich machen, Prosperity würde ich vielleicht ausprobieren, dazu komme ich noch zu sprechen und wir legen los. Viel Center kann an dem Punkt auch einfach beiseite, honestly. Und legen wir los mit dem Main Deck. Wir spielen bei den Muskets selbstverständlich dreimal den guten Kasper. Wer weniger als 3 spielt, ist dement. Oder nicht dement, aber der hat eindeutig Probleme, okay. Kasper ist wirklich, wirklich gut. 3 Starfire ist ziemlich, ziemlich klar. Ebenso wie 3 Kitbrave. Das sind halt die 3 guten, die immer einem irgendwie lustige Effekte geben, die gut sind. In 100% der Fälle. Die weniger guten sind die 2 Doc, der eine Wild und die eine Calamity. Die sind einfach nicht so gut. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ihre Effekte uns nicht so viel bringen. Was schade ist durchaus, aber ich meine, was willst du machen? Vielleicht einen dritten Doc spielen, aber dann clockt ihr halt manchmal mit zu viel. Manchmal zieht ihr viel zu viel in ihr davon. Manchmal outet euer Gegner die Karten auf dem Feld und dann braucht ihr wieder welche und zieht einfach keine. Was halt sagt, also das Deck hat immer wieder mal Brick-Probleme, denn die Zauber fallen sind alle nicht ohne die Jungs und Mädels hier live. Also das ist halt ein kleines Problem. Falls euch wundert, wie man gegen das Deck spielt, packt die Masked Monster vom Spielfeld weg und man kann nicht mehr spielen. Im Großen und Ganzen erklärt es das ganz gut. Deswegen spielen wir eben das Dogmatica Package, um nicht unbedingt das Problem zu fixen, aber doch schon ein bisschen das Problem zu fixen und außerdem einfach mit in Form von Nadir einen wahnsinnig guten Extender zu haben. Also in dem Deck ist es mehr so Extender als Starter, du willst ja Max machen. Ich spiele 2 Ecclesia sowie eine Fleur, die Ratio fand ich in Ordnung, muss nicht mehr sein. Also ja, das ist vollkommen fein. Vielleicht eine Ecclesia, I don't care, könnte man honestly droppen. Und halt zu guter Letzt 3 Ash. Ich wollte nicht mehr Crooked Crowns und so ein Shit spielen. Im Endeffekt wäre eine zweite Crooked Crown vielleicht nicht verkehrt gewesen, aber wie auch immer, Ash hat den Job erledigt. Ash war ziemlich, ziemlich gut, also Ash behalten wir. Machen wir weiter mit den Spells. Wir spielen ganz lame 3x Cross Domination. Muss man auf 3 spielen, ist halt einfach ein Negate. Kann man im Damage Step aktivieren, unterschätzt das nicht, um gerade sowas wie Pankratops zu outen. Pankratops ist ein wahnsinnig großes Problem für dieses Deck, ja. Ich habe gegen Zodiac gespielt und weil der so viele Equalizer im Main Deck hatte, ging das überhaupt nicht gleich, wurde 2 out. Aber ansonsten habe ich alles gewonnen tatsächlich. Das war ziemlich, ziemlich cool. Und auch ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Dieses Deck kann erstaunlich schnell einfach snowballen. Das Deck kann wahnsinnig schnell viel zu viele Karten aufbauen, dass die Gegner nicht spielen kann. Und das alles dank Max. Max ist insane. Okay, die Link 1, da unterschätzt sie nicht. Sie ist der Wahnsinn. Und solche Karten sucht ihr euch dann einfach, die dann im Damage-Step dafür sorgen, dass der Gegner seine lustigen Effekte nicht benutzen kann. Es ist crazy. Es ist wirklich, wirklich crazy. Abgesehen davon natürlich 3 Nadir, denn aus irgendwelchen Gründen habe ich die Dogma-Engine noch nicht verkauft. Also ja, wahrscheinlich werde ich es auch nicht tun, denn das Deck hier gefällt mir wirklich gut, okay? Ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen Spaß an Yu-Gi-Oh! Verloren. Diesmal hatte ich richtig, richtig Spaß dabei, dieses Deck zu spielen. Dieses Deck ist so cool. Es war so cool, das zu sehen. Es war so cool, einfach ein random OTK hier mit Utopia Double zu machen. Ich habe Double or Nothing gespielt, musste die Runde 1 noch proxy, danach habe ich sie Gott sei Dank noch gefunden. Und mein Gott, wir werden jetzt nicht rumscheißen, wenn euch eine scheiß 2-Cent-Karte fehlt, dann könnt ihr die gerne proxyen, aber übertreibt es einfach nicht, okay? Ich denke mal, es ist ein Level der menschlichen Vernunft, was euch sagt, an welcher Stelle ihr nicht proxyen solltet und welcher schon. So zum Beispiel ein Zeus zu proxyen ist einfach absolut ekelhaft. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte Utopia Double in meinem Deck spielen, aber ich habe kein Double or Nothing, mein Gott, dann proxy sie halt. Da sind wir ja nicht so, ne? Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie Lars da tickt. Wahrscheinlich ziemlich gemein, aber ja, wie auch immer. Double or Nothing, Utopia Double is insane. Habe ich heute sogar nur 3-mal gezogen. Das klingt jetzt nach viel, aber ja, ist es auch wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall broken. Ich ziehe die Karte immer, deswegen spiele ich sie nicht gerne. Aber man braucht sie einfach zum OTK. Der Random OTK ist so nice. Kommen wir zu den Traps. Wir spielen 3 Last Stand.
Junge, ich habe mal eine auf Card Market bestellt, ne? Die war als Exzellent angegeben. Die hat irgendwie so eine Stelle Foiling aufgerissen und dann hier so ein klebriges Zeug drauf. Als hätte jemand, weiß ich nicht, so ein Wurm aufgeschlitzt und einfach die Leiche davon auf die Karte geklatscht. Das ist dann schnell in eine Hülle, dass es niemand sieht. 3 Wochen später war das Ganze eingetrocknet. Das hat er so als Exzellent auf Card Market gestellt. Und ich, Idiot, habe nicht mehr richtig die Karten durchgeschaut, sondern war so ein bisschen im Rush. Deswegen habe ich ihm komplett eine sehr gute Bewertung gegeben. Jo, wenn du derjenige bist, der dieses letzte Gefecht hier auf Exzellent verkauft hat für 1 Euro, in komplett gefickt mit dem, was auch immer das für ein Ding da drauf ist, was da drauf klebt, ne? Schäm dich. Schäm dich! Okay? so. Ich meine, ist jetzt nicht so viel Verlust an meiner Stelle. Ich meine, mit die 2,50 oder wie viel ich jetzt insgesamt bezahlt habe, kann ich einstecken, aber ich war schon ein bisschen angepisst, als ich das dann nochmal genau angesehen habe. Wie auch immer. Last Stand war heute gar nicht mal so geil. Vor allem, wenn der Gegner ja Judgment macht auf eure Normal Summon, dann könnt ihr ja die nicht aus der Hand anchainen, weil ihr ja streng genommen das Monster noch gar nicht richtig kontrolliert. Das ist so ein Bullshit. Wenn die Judgment annullieren könnte, dann wäre das sehr viel besser. Ja, 3 Desperado ist insane. 3 Dancing Needle war nicht so insane. 2 wäre nicht, glaube ich, ein bisschen angemessener. Was halt nice an der Karte ist, ist eine Free Activation in der Column. Das brauchen wir halt einfach manchmal. Dafür spielen wir auch die Continuous. Also droppt vielleicht eine von den 3, aber sie war halt letztes Format insane. Weil einfach jedes Deck um Friedhof irgendwie übersiert. Jetzt immer noch so ziemlich, also keine Ahnung, war fein. Ich habe jetzt nicht lang genug damit gespielt, um irgendwie sagen zu können, okay, die spielen wir jetzt nur noch einmal oder zweimal, sondern ich finde, ja, 3 ist wahrscheinlich ein bisschen too much. Eine verbogene Krone, Considered vielleicht 2, habe ich nur einmal gesehen, war dann auch ziemlich unnötig, weil ich einen Pankratops hatte. Und ein Fiendestil. Ich weiß, viele Leute spielen die nicht, aber das ist ein Instant-Win gegen Control-Decks. Denn so viele Control-Decks spielen halt einfach so Heavy-Trap-Line-Up, sowas wie... Ja, ich habe zum Beispiel Sodom Strike auf den Effekt von Max bekommen, ja? Nicht auf die Summon, auf den Effekt von ihm. Das heißt, ich hatte dann Fiendestil schon auf dem Feld, dann blieb er einfach liegen. Ich meine, nicht, dass es besonders geil war, so, er hat halt nur 1000, aber trotzdem, es ist nice. Und, außerdem... Die Karte schützt euch vor TT, also reißen Attribut und so ein Shit und einfach zerstörenden Effekten, es ist der Wahnsinn. Plus, wenn sie zerstört wird, dann sucht sie. Es ist so nice, Alter. Diese Karte ist einfach nice. Okay, und das sind soweit die Musket-Karten und dann spielen wir halt noch 2 Punishment. Keine Ahnung, 3 war kein Platz für und ich dachte mir so, eine ist mir zu wenig, also habe ich die einfach gekartet für die, also ich habe die 3. gekartet für die Ash und dann war das halt so. Und Schism braucht ihr nicht. Ich würde vorschlagen, spielt Prosperity, dann cuttet ihr die ganzen dummen Shadows und packt die anderen Karten ein bisschen hoch und wie auch immer. Kommen wir zum Extra-Deck. Spielt mindestens 2 Max. Ich würde zu 3 raten. Ich habe auch 3 gespielt und das war super. Ich habe immer nur bisher 2 gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der 3. aufkäme. Es ist halt immer ein bisschen unsicher, den zu machen, weil wenn der nicht annulliert wird, habt ihr basically gewonnen. Also ja, insane. Ein Sicherheitsdrache, weil den jeder spielt. Ich habe die Interaktion nicht ganz verstanden, aber der ist bestimmt ganz nett. Ja. Ach so, ja, den macht ihr unter Max und dann kann er eine Karte vom Gegner bouncen, ne? Eine Monster vom Gegner bouncen, ja, das ist gar nicht mal so geil. Ja. Ich weiß nicht, warum den alle spielen, ehrlich gesagt. Dann macht man mit dem zusammen in die Girsu. In den Girsu sendet dann 2 Karten, dann macht ihr damit Avramax. Kam für mich nicht auf, ich bin wirklich nur in Max gegangen und honestly, ich denke mal, das reicht auch. Ihr habt Removal in Form von den Spell Traps im Main Deck und ja, die wählen, das ist ein Problem in der Tat. Deswegen würde ich vielleicht einen Gear so am ehesten drin behalten, aber weiß ich nicht, mit Prosperity, die alle auf 2 packen, Security Dragon vielleicht cutten, ich weiß es nicht. Dann haben wir ein lustiges Utopia Package, denn. Okay, erstmal das hier, aber dann dachte ich mir, ich ziehe immer Double or Nothing, okay? Ich möchte dem Ganzen gegenüber vorbeugen und ich habe hier so eine schicke Ulti, nämlich die hier. Und, deswegen habe ich die auch noch gespielt. Habe ich nicht beschworen, kam also nicht auf, aber fühle ich mich deutlich wohler mit. Denn wenn ich Double or Nothing ziehe und dann 2 Vierer machen kann, dann ein OTK drücken kann oder kurz davor bei den Gegnern zu finishen, dann allgemein Lightning ist gut, okay. Spielt ihn ab und zu. Ich meine, er sieht kaum noch Play, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Wir haben Omega, der überhaupt nicht aufkam, cuttet ihn. Also wirklich, der ist nutzlos. Dann haben wir einen Titaniklad, ist vollkommen fein auf 1. 2, auch vollkommen fein auf 2. Dann Al Capone und Winder, wie gesagt, kam nicht auf. Cuttet sie einfach. Runde 1 ging es gegen Dino. Da war ich erstmal Game 1 richtig hart angepisst, wurde richtig gefistet.
War richtig salty. Game 2 hat er gebrickt. Der hat so normal some Misc Pass gemacht. Ich habe auch ein bisschen gebrickt am Anfang, aber dann habe ich ihn irgendwann komplett dominiert und ihn dann mit Utopia Double gebumst, weil er Oviraptor Pass auf dem Feld hatte. Game 3 nochmal genau dasselbe ungefähr. Nur hat er, glaube ich, Giant Rex Pass oder irgendwie so ähnlich auf dem Feld. Plus halt das Nadel-Ding, da ist insane. Ich habe einfach alle Dinos aus seinem Friedhof gebanished, außer Giant Rex, und hat er auch keine Plays mehr. Und da habe ich ihn wieder OTK'd. Also zwei Games habe ich ihn OTK'd. Runde 2, ich spiele gegen. Ich weiß nur noch, dass es Johann war. Was hat er nochmal gespielt? Trap Cyber Dragon. By the way, er will Second gehen. Ich weiß nicht, warum er das machen will mit Trap Cyber Dragon. Ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall wollte er das. Und ich habe ihn zweimal 2-out. Das ist ein sehr, sehr leichtes Matchup. Also bitte. Dann haben wir Runde 3. Nee, Schwachsinn, oder? Warte, Runde. War das schon? Runde. Nein. Ha. Runde 3 gegen. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich müsste jetzt kurz nachgucken. Moment. Schauen wir mal. Genau, Runde 3 war gegen Zudiac. Da war ja was ist. Ja. Und Zudiac ist eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Matchup. Allerdings hatte mein Gegner, der gute Lars, der den Hokus diesmal gehostet hat, hatte so scheiß viele Equalizer. Denn er hatte Kaijus Main Deck, die halt ein richtiges Out hier gegen sind. Er hatte Pankratops Main Deck, das ein Out gegen jedes Control Deck ist. Pankratops ist insane gegen Control Decks, okay? Also jetzt mal for real. Und deswegen hatte ich keine Chance. Er hat mich 2-out. Ansonsten habe ich halt den ganzen Tag Leute gebumst. Aber wenn ich dann Kamesi auf mein einziges Monster kriege oder ein Dogoran, so wie beim Dino-Matchup, dann das sackt schon, ja? Und Runde 4, mein Gegner hat einfach instant gescoopt, weil er keinen Bock mehr hatte. Deswegen habe ich 2-0 gewonnen. Ich habe dann noch ein Duell gegen ihn gespielt, wurde gefistet, weil er lächerlich gut gezogen hat und First gegangen ist mit Shadol und eine Edge hatte. Das war mein einziges Play. Aber ja, Going Second mit dem Deck ist vielleicht ein bisschen riskant. Daran lässt sich noch arbeiten. Aber alles in allem, ich hatte eine gute Zeit. Ich hatte endlich wieder richtig Spaß. Also das Deck macht wirklich, wirklich Spaß. Ich habe es nicht erwartet. Vor allem, dass es einfach so gut performt. Das ist der Wahnsinn. Also ja, nehmt das gerne als Template für eure eigenen Ideen für Magic and Masked. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Liste. Also noch nicht mal fast. Also wie gesagt, die habe ich mir in etwa 10 Minuten zusammengeschmissen aus dem, was ich mir aus Dueling Book konzipiert habe und dann ein paar Karten, die ich rumliegen hatte. Also ja, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Tut mir leid, dass so selten Videos kommen. Ich kriege mich einfach nicht dazu aufgerafft, vor die Kamera zu sitzen. Das ist eigentlich wirklich alles, woran es scheitert. Das ist die Sache. Ich habe auch eine Tierlist aufgenommen, aber mit YouTubern, aber das ist viel zu lang geworden, die ist scheiße. Habe ich oft verplappert. Also werde ich das auch verwerfen und das ist halt auch doof, aber ja, wie dem auch sei. Neuer Content wird auf jeden Fall noch kommen. Wenn nicht diesen Monat, dann ist April der Monat, den wir durchstarten. Ich verspreche es euch an der Stelle und wir sehen uns im nächsten Video, was hoffentlich nicht wieder eine komplette Woche dauert, bis es da ist. Also ja, tüdelü.